ki nuli ra kun ki. Rong ki dwa ma ak ki inko tune. Alles klar, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit dem M-King. Nach über einer Woche kann ich jetzt endlich mal wieder Star Wars aufnehmen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit. Bei uns in NRW ist heute ein Feiertag. Ich weiß gerade nicht wieso oder was das für einer ist, aber egal. Und das heißt für uns langes Wochenende, beziehungsweise für manche von uns wirklicher Ferientag am Freitag. Also kann ich jetzt erstmal ordentlich für euch was aufnehmen. Also wir sind hier immer noch auf Mana an und haben für diesen geheimen, ja, für diese geheime Organisation, wir sind einen Typen gemeuchelt und dann bla 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 haben wir, ja, dann wollen wir auch noch heute auf die, nicht Sith-Basis einbrechen hier auf Mana, da haben wir ja so einen Code geknackt und den auf so eine Sicherheitskarte gebracht und so weiter und so fort, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr einfach hier oben links, ich habe vielleicht schon die Anmerkung aktualisiert, dann könntet ihr auf den letzten paar zugreifen. Oder das mal anschauen, ansonsten mache ich jetzt immer weiter. Auch das ist jetzt eigentlich Schnurz. Ich müsste eben nur sagen. Genau, Lorgal ist tot, ja. Okay, drei Zielpersonen, okay. Erzählt mir von vorn das Rad. Komischer Name. Okay, irgendwelche Tipps für diese Mission? Okay, dann können wir ja unseren Kampfdroiden mitbringen. Erzählt mir von Rulan Prolik. Okay, und wie findet man jemanden, der ständig seine Gestalt verändert? Oh Gott, dann müssen wir wieder auf Kashyyyk. Ach du Scheiße. Also, ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll, wie ich die da überall suchen werde. Schreibt mal doch mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, die drei zu meucheln, beziehungsweise ob ihr das sehen wollt. Wenn nicht, mache ich das offline. Wenn ja, dann mache ich das ja nicht in einem Extra-Part, so lange dauert das wahrscheinlich auch nicht, aber naja, dann werdet ihr das sehen. Wie auch immer. Erzählt mir von Itorak Gulda. Aha, alles klar. Warum sollte Vec ein Treffen mit Itorak arrangieren? Opa na oto bokasa chiwa e aita kan ki cha na kupernibo
Kun muli ras nimo poi wanga tong i dwama chi wi aita ka tong chi cha agi unko tune chula muli ra tong i dwama chi kona tong i gibt's da so etwas chi wi aita ka tong chi cha agi unko tune chula muli ra tong i dwama chi kona tong chi wa aita ka chi cha na super nibo Kun muli ras nimo poi wanga tong i dwama ji human ak chi wi aita ka chong chi cha agi unko tune chuna muli ra ki muli ra Nee, sonst eigentlich nicht. Okay, ich glaube mit diesem Twill-Eck, der dieses Treffen auch arrangiert, haben wir schon geredet. Der gammelt da ja wirklich so einfach bei der Rennstrecke rum. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zu der Sys-Basis. Oder ja, ich begebe mich dann mal eben hin und dann sehen wir uns an diesem Schalter wieder, wo wir schon in der letzten Folge waren. Bis gleich. Alles klar, da sind wir ja auch. Ich habe mal Julie und Mission mitgebracht, weil, naja, Julie kann gut kämpfen und hat auch gute Machtfähigkeiten gegen Druiden. Und ja, Mission kann uns alles aufschließen. Und ich bin ja hier der Typ, der die ganzen Druiden reparieren kann, wenn da irgendeiner kaputt drin ist. Also sind, glaube ich, alle Fähigkeiten, die wir hier brauchen, um einzubrechen, abgedeckt. Hi! Nur wer geschäftlich mit den Sith zu tun hat, darf in die Botschaft. Ach so, ja. Ich habe Geschäfte mit den Sith. Oh ne, ich habe diese Zugangskarte. Oder ich kenne den Code. Ach komm, wir sagen, ich kenne den Code. Ach wirklich? Ihr habt in der Botschaft also etwas zu erledigen. Schön. Und was genau? Zeta 245698 Alpha. Na gut. Anscheinend sagt ihr die Wahrheit. Los, rein mit euch. Los, rein mit euch. Alles klar. Super. No problemo. Vielleicht können wir nach der Zugangskarte, die wir nochmal extra hergestellt haben. Oder geknackt haben, irgendwie gebrauchen. Mal schauen. Da, 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 da. Hey du, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Da, 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 da. Ich habe eine Zugangskarte. Deine Zugangskarte ist ungültig. Außerdem kenne ich dich nicht. Warte, das haben wir gleich. Commander Gran, zu mir, sofort. Oh nein, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Haben Sie diese Personen hier reingelassen? Ich kenne sie nicht. Und ihre Ausweise sind gefälscht. Das sind Spione. Was? Alarm! Alarm! Droiden, vernichtet sie! Ach du Scheiße, Moment, du bist meine Nummer 9, Moment. Und ich dachte, die Zugangskarten wären sicher. Okay, ich mach das dann nochmal mit dem Code. Ich kenne den Code. Deine Zugangskarte ist ungültig. Außerdem kenne ich dich. Command. Alter, auch wenn ich den Code sage. Oh, Moment. Ich glaube, dann machen wir Machtüberredung. Wir sind autorisiert, hier zu sein. Machtüberredung. Ich kenne jeden Sith auf diesem Planeten. Aber dich habe ich noch nie gesehen. Na, das haben wir gleich. Commander Gran, zu mir, sofort. Was ist das für ein Scheiß hier? Ich muss euch das nicht sagen. Ich habe eine höhere Autorisierung. Ich kenne jeden Sith auf diesem Planeten. Aber dich habe ich noch nie gesehen. Na, das haben wir gleich. Alles klar, ich habe jetzt nachgeguckt und es gibt wirklich keine Möglichkeit, hier drinnen noch irgendwie die umzustimmen, dass wir wirklich zu den Sys gehören. Also, naja, müssen wir so oder so kämpfen. Richtig Banane. Ich kapier nicht, wozu wir uns jetzt die Mühe gegeben haben, im letzten Part eine Möglichkeit zu finden, hier reinzukommen. Also total beknackt. Naja, wir battlen sie erstmal hier. Der Rolle, ey. So, voll zurück, dass du uns hier verraten hast. Ja, geil. So, und Jolie kann mal seine Fähigkeit... Wow. Julie darf mal gerne hier die Druiden fertig machen, aber zuerst mal heilen, würde ich sagen. Mischen, was kann Mischen denn machen? Hier mal derbe Meisterscharfschütze machen? Ja, wieso nicht? Komm. Auf wen denn auf? Ach komm, den Sys-Diplomaten. Ja. Na los, heil dich doch, Junge. Moment, nochmal heilen. Nochmal, nein, nicht Machtrüstung, heilen. Die Steuerung ist mir wieder ein bisschen fremd geworden. Entschuldigung. Hey, klappt ja wunderbar. Vielleicht kann er noch eben Druiden zerstören machen. Nein. Warum eigentlich nicht? Ich bin einfach viel zu strong hier. Echani Florett. Echani oder Echani Florett hört sich geil an. So. Sind wir endlich drinne. Natürlich aufgeflogen. Finde ich ein bisschen kacke. Naja. Trotzdem erstmal hier rein. Ich schaue mir jetzt mal hier rechts um. Ist ja eigentlich nur so, wo wir jetzt erstmal hingehen. Wir müssen ja eh die ganze Basis durchkämmen. Oh, Splittermine. Kann ich die entfernen? Mal schauen. Entfernen. Entfernen, so. Piep, 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 boop, 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 boop. Piep, boop, piep, boop.
Dafür gehst du über Bord. Ach ja, wunderschön. So, jetzt mach mal diese Biene hier weg. Ja, klasse. Ist hier noch eine Besenkammer oder... Warte, wo geht's denn da rein? Tür. Da geht es. Versiegelte Tür. Da kommen wir gar nicht rein, oder was? Ist ja interessant. Tja, das wird dann wohl irgendwie der Raum sein, wo wir... wo der Druide drin ist. Ich glaube, müssen wir erstmal hier einen Computer finden, um das Terminal hier zu hacken. Ah, um irgendein Terminal zu hacken. Kontrollraum, hier müssen alle drin sein. Jawohl. Das finde ich ja geil. Flap! Das gibt jetzt derbe aufs Maul. Sollen wir mal eben Machtwelle aktivieren. Los, Machtwelle! Wham! Oh, geil. Das ist ja mal heftig. Och, der ist schon tot. Das ist ja mal geil. Haha. Da. Lähmungsfeld. Mit Rüstung nicht möglich. Ach! Hier haben wir schon unsere erste Fähigkeit, die wir nicht einsetzen können. Das ist natürlich ein bisschen doof, Lähmungsfeld nicht einsetzen zu können. Dafür können wir aber hier so einen Laserschwertwurf machen. Mal sehen, was hier. Oh Mann, das ist ja mal mega einfach hier. So kann ich da hinten auch irgendwie direkt hinspringen kommen. Jawohl! Geil. Und mit der Rüstung mache ich überhaupt keinen Schaden mehr. Das ist ja mal mega heftig. Guckt euch das mal an. Ich glaube, ich werde doch die Antwort angegriffen, oder? Bin ich mal doof? Ne, ich werde einfach angegriffen. Heftig. Na gut, die Laser, die Blaster meine ich natürlich, die werde ich natürlich, die reflektieren natürlich, aber ich glaube, ich kriege hier wirklich keinen Schaden mehr. Das ist richtig genial. Richtig genial. So. Ich glaube, ich habe hier gerade ein Terminal gesehen, das wir mal eben kurz hacken können. Mal schauen, den ganzen Kack hier. Brauche ich eigentlich gar nicht. Wieso hebe ich die ganzen Sachen eigentlich auf? Die haben nur totalen Quatsch dabei. Total useless. Wasserpumpenanalyse. Wasserpumpenanalyse? Moment mal. Das wollen wir nochmal eben nachprüfen. Wollen wir denn das denn hier? Nein. Ich habe jetzt auch schon ein paar von diesen, ja, Sachen hier entlilat, wie man das so sagen kann. Da, so. Commander Hasek, betreff Wasserversorgung, das Terminal, Heizsystem. Was hast du dir dabei gedacht? Wieso hast du den Luftschleusenmechanismus auf dem einzigen Weg zur Nordseite der Basis installiert? Jetzt müssen alle wissen, wie man das Wasser von einem Raum in den nächsten pumpt, ohne versehentlich den Raum, in dem man sich selbst befindet, unter Wasser zu setzen. Wir haben allein in dieser Woche 7 Trooper verloren. Wenn ich das nächste Mal hier bin, ist das Problem gelöst. Verstanden? Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr meiner Leute zu verlieren, während ich mich um Selkas kümmere. Adjutant. Tut mir leid, Sir, aber wir mussten den Pumpmechanismus austauschen, nachdem einer dieser Fischmenschen eine der Ansaugöffner geschwommen war. Oh. Einer der Selkas ist da reingeschwommen. Oh Gott. Die externen Durchflussregler leiten das Wasser jetzt nur noch in die nördliche und südliche Kammer. Die internen Durchflussregler regulieren Wasserstand im Osten und Westen. Sie müssen das Wasser also nach Süden oder Norden pumpen und anschließend nach Osten oder Westen umleiten. Dann kann nichts passieren. An den einzigen der Durchflussregler sehen Sie, ob der benachbarte Raum geflutet ist. Wir haben außerdem ein paar Lebensformen. Bla bla bla. Bla bla bla. Der labert ja nur Kacke. Drucktür stand da gerade. Okay, können wir hier an dem Terminal irgendwas machen, oder? Ist hier jetzt ein Terminal, was wir hier benutzen können? Leider nicht. Aber ich höre Wasser. Okay, und... da, Türsteuerung. Die angrenzende Druckkammer wurde mit Wasser eingeleitet. Okay, hier ist das Wasser drin. Und hier können wir uns jetzt... dieser Raum kann jetzt geflutet werden und dann werden wir sterben. Oder wie, oder was? So ganz kapiere ich das nicht. Mal schauen. Flusskontrolle. Warnung, die Aktivierung der Flusskontrolle führt möglicherweise zur Flutung belegter Kammern. Bitte räumen Sie alle Zielkammern. Fortfahren. Warnung, Wasser wird eingeleitet. Hier jetzt aber nicht, oder? Ich öffne jetzt mal diese Tür hier. Aha. Und ist hier was drin? Oh, ich habe die ganze Zeit Angst, dass wir hier von so einem Schwall Wasser erwischt werden. Naja, hat geklappt. Wunderschön. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal diesen Weg hier frei halten. Ich glaube, wir sind hier überall, ist hier überall Wasser drin. Sehr gefährlich, wie es scheint. Oh, hallo. Ja, alles klar. Bei euch, Jungs. Moment, was soll denn der Quatsch hier? Julie, halt dich mal hier. Oh, ich bin jetzt hier gleich tot. Alter, wo ist mein Mission denn? Was machst du denn da? Alten. Ich glaube, Mission ist schon... Nee, Mission ist nicht tot. Julie kann aber noch was machen. Na los, heil. Ja? Und ich bin wieder dabei. Jo, dann machen wir einmal Machtwelle hier. Na komm, Machtwelle. Jetzt sofort.
Jetzt, sofort! Schubs! Das war's für euch! Ja, dann schieße doch tot, mein... Na Güte. Was? So, das muss jetzt auch funktionieren. Ja, jetzt geht's, glaube ich. Nimm das! Nimm das! Und was macht Julie denn da? Greif doch an, du! Du Hammel! Ich kann mich jetzt mal hier erstmal schützen mit so einem... Ja, komm, nehmen wir mal so ein Schildprototyp. Wer bin ein Schildprototyp? Ja. Und Julie darf uns jetzt auch mal wieder heilen. Ja. Eine ehrenvolle Aufgabe. Ja. Habe ich mein Schild aktiviert? Ja, jetzt habe ich den. Oh, der sieht ja cool aus, der Schild. Tschüss, hier. Nicht schon wieder. Na los. Das geht mir jetzt aber echt auf den Sack. Nein. Oh, was macht, was sie für Machtfertigkeiten einsetzen? Und Julie ist gleich tot. Nein. Hm? Heil dich doch. Oder nee, ach, ich habe gerade falsch geguckt. Ja. Na gut, dann klappt das ja noch. Na los, angreifen jetzt. Sofort. Hört auf rumzugammeln. Ja, jetzt ist gleich ist Julie tot. Ja, wenn man nicht sofort hier Machtfähigkeit einsetzt. Na los, dann heil dich doch mal, du Arsch. Ich dürfte, müsste mal selber machen. Das war's für euch. Komm, ich entferne mich mal und dann werfe ich mal einfach mein Lichtschwert. Komm, los. Wow, 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 wow. Bei dem genauso, los, wirf es. Nochmal, komm, noch einmal. Jetzt bekommt ihr das. Ja, noch, komm. Ja, klasse. Ui, die sind ja mega heftig stark gewesen. Kapiere ich gar nicht, wie man das hat einbauen können. Also wie man das hier hätte schaffen können, wenn das der erste Planet gewesen wäre. Feldkiste, jawohl, mischen. Du kannst uns da weiterhelfen, habe ich gehört. Hab euch. Ja, du bist hier die Liliana, glaube ich, in dem Spiel. Servoverschluss und Biotoxin-Implantat. Eher useless, aber schnurzegal. Haben die Kristalle dabei, das wäre interessant. Ja, cool. Kristalle finde ich immer interessant. Nur ob man die halt gebrauchen kann, ist natürlich die Frage. Wenn ich glaube, ich habe schon die stärksten Kristalle überhaupt eingebaut. Das ist hier gar nichts drin. Was ist denn das hier für ein Raum? Das ist ja doof. Komm, heilen wir alle. Und dann sehen wir uns in dem Raum wieder, wenn Julie seine Macht wieder regeneriert hat. Bis gleich. So, das müsste reichen. Und, oh Gott, noch mehr von diesen Typen hier. Unglaublich. Ich glaube, ich werde dann nicht die Gasmen aktivieren, sondern ich werde einfach mal zu denen rüberspringen. Nee, springen geht ja jetzt gerade nicht. Okay, dann mach ich jetzt mal die fertig. Andere beiden Kollegen machen die Daumen nehmen. Kümmern sich um die Züge dann. Oh, los! Kack ab, los! So, und der, nein, ich will den auch. Ah, auswählen, das geht. Geht eben ein bisschen nicht. Die Steuerung ist immer ein bisschen. Naja, kriege ich immer noch nicht so richtig hin. Ich habe es. Jawohl. So jedes. Wunderschön. Es darf da natürlich keiner reinlaufen. Und dann hier Schreibtisch. Ah, Computer hacken, das finde ich da gut. Eben speichern. So. Hacken, östliche Unterkünfte ansehen. Da waren wir noch nicht. Leitung überlasten? Naja, weiß ich nicht. Da sind nur zwei drinne. Ist mir nicht so wichtig. Aha, da. Energiefeld aktivieren, korrumpiere Zielprogramm des Druiden. Wachdruiden deaktivieren. Ach komm, komm, machen wir korrumpieren. Wir haben ja so viele Ersatzteile. Programmierung der Wachdruiden beendet. Automatisches Zielsystem aktiviert. Schalte um auf Überwachungskamera. Aha, naja. Energiefeld deaktivieren müssen wir trotzdem noch, denke ich mal. Jawohl. Alles klar. Dann gucken wir, was wir noch sonst machen können. Computersicherheitsraum. Ach, da sind wir gerade drin. Computerleitung überlasten. Ja, damit wir jetzt sterben, ganz genau. Sicherheitsempfang. Ach, da waren wir, ja. Dann Trainingsraum. Aha. Wieso sind denn da Cellcast drin? Okay. Dann können wir eh nichts machen. Gut. Flusskontrollraum. Ja. Korrumpieres Zielprogramm der Wachdruiden. Naja, da. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr zu machen. Oder Dampfkontrollraum. Deaktiviere Dampfventile. Müssen wir das machen? Ach komm, mach mal eben. Aha, alles klar. So, ich glaube, dann haben wir jetzt alles hier gemacht. Gebietspläne lade ich mir nie runter, weil wir das Gebiet eh erkunden werden. Also, ey, schnurz so. Jetzt können wir anscheinend irgendwo her, wo die Dämpfe aus dem Boden rausgekommen wären. Wo das jetzt ist, weiß ich nicht genau, aber... Aha. Ja, ist denn das da hinten? Schon um den kümmern? Nee. Okay, dann gehen wir hier ran. Geht gar nicht. Auch Mensch. Ist ja doof. Oh, klar. Jawohl. Oh, ich höre noch immer irgendwie den Master. Ich glaube, hier hinter.
Kann das sein? Aha, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Das ist ja geil. Ahaha. Nein, jetzt greifen wir uns auch an. Scheiße. Ich geh erstmal auf den hier. Ich greife zusammen mit dem hier den. Ja, geil. Na los, mach mal Gegenseite. Genau. Das ist natürlich geil. Oh yes. Ja, richtig geil, weil das hier funktioniert. Haha. Wir haben ja außerdem am Anfang noch, als wir das gemacht haben, die Zecken, einfach auch noch Erfahrungspunkte bekommen. Dafür hat sich das allein schon gelohnt. Verbessertes Gravitationsgenerator. Okay. So, dann mal schauen, was ist denn hier drin? Ach, da hätten wir von da unten herkommen können. Aha, okay. Dann schauen wir uns mal hier kurz um. Ach, hier sind die Typen noch. Ach, das ist ja schön, ja. Lähmung, Machtwelle. Wie wär's mal mit Machtwelle? Ja, geil. Oh, der eine hat uns jetzt hier schon erwischt. Na los, Angriff. Moment, nee, erstmal. Sys-Energieschild aktivieren. Jawohl. Und dann kann ich die angreifen. Na los. Spring doch hin. Jawohl. Geil. Ey, der eine ist schon platt. Geil. Ist aber mega geil. Boah. Los, Angriff. Geil. Ist der mal sowas von übelst Damage gemacht? Kurzes lang Laserschwert. Ja, ein paar Credits ist natürlich ein bisschen lame, aber nun gut. So, Kristall Yendurax. Ziemlich Auswahl nehmen? Nein. So, alles nehmen, genau. So, und hier kommen wir in den Raum, wo wir da runter gehen können. Da gibt es auch noch eine Tür. Okay, da kümmern wir uns drum, wenn wir hier vielleicht drum rum gehen können. Deswegen gehe ich mal weiter hier lang. Da. Haben wir den noch nicht ausgeraubt? Ausgeraubt, so. Nein, noch nicht, alles klar. Und dann hätte man noch... Waren wir da jetzt drin? Nee, da waren wir noch gar nicht drin. Östliche Kasernen. Schauen wir uns jetzt aber mal um. Hallo, oh. Wieso hatten wir das denn? Ach so, das hätten wir überlasten können, stimmt. Aber es sind ja eh nur zwei, also ist das Schnurz. Nee, Julie, du kümmerst dich um den. Das tat weh! Hallo, es macht es kalt. Das noch. Ja, Leben brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Alles klar. So. Ist wahrscheinlich abgeschlossen. Nee, doch nicht. Geil. Okay, paar Credits. Huh, was ist das denn? Sind das verschiedene Credits? Komisch, die Mine interessiert mich jetzt nicht. Höchstens noch der Typ, aber der gibt hier gar nichts. Naja, gut, dann verpissen wir uns mal. Ah, Julie, du kannst uns mal heilen. Doch ein bisschen heftig geworden in den letzten Kämpfen. Nochmal los, komm. Ja. Ah, klar. So. Dann einfach mal weitergehen. Ich schätze mal, wir müssen jetzt langsam zu einem größeren Raum kommen, oder? Sonst waren die Räume ja etwas kleiner gehalten. Ah, ja, ich sehe es wieder. Gut. Nein! Was ist das denn hier? Aufzug nach... Ne, Trainingsanlage. Wieso kommen wir denn da nicht rein? Ah, dann müssen wir wohl andersrum gehen. Na gut, dann schneide ich und dann sehen wir uns hier unten wieder. Alles klar, dann gehen wir hier durch. Hallo, hallo, hallo. Keiner da. Okay. Hört sich doch schon mal gut an. Oh. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in den Wartungsraum. Ah, fehlerhafter Kriegsruide. Reaktivieren. Ne, ich mache das mal mit meinem. Klar. Mit mir. Ich kann, glaube ich, besser Sachen reparieren als Julie. So, und ja. Es reicht eigentlich, wenn wir den in Patrouillenmodus versetzen. Ja, komm, Waffensysteme nochmal optimieren. Alles klar. Super, haben wir schon fast 600 Erfahrungspunkte bekommen. Finde ich geil. Ach du Scheiße, was geht denn hier? Defekter Droide. Um den kümmere ich mich jetzt sofort. Na los, ich will den... Ach nee, wir haben irgendwas... Ach, das ist der... Ach, den wir gesucht haben, der defekte Droide. Ach so, okay. Ich dachte, den könnte ich auch noch umprogrammieren hier. Gut, da bündelt sich immer Machtwelle. Jawohl. Das geht ja nach hier. Und dann mach ich wieder Machtwelle. Hey, wie geil das abgeht hier. Oh Mann, geil. Ich habe. Oh, beide sind jetzt ja auch nochmal aufgestiegen. Cool. Okay, das mach ich mal eben hier. Was können wir ihr beibringen? Mehr Geschicklichkeit? Ja, wieso nicht? Dann hier ein bisschen mehr auf Sicherheit. Ach komm, Tarnung brauchst du jetzt nicht. Bewusstsein nicht so viel, aber auf Sicherheit mehr. Ach, geht gar nicht. Auch so, schade. Ja gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Ja. Und Julie, was kann der? Hat der jetzt noch so drauf? Mehr Weisheit, ja. Da mache ich einfach das hier. Ja gut, Kräfte. Was kann denn hier erlernen? Lähmungsfeld. Ach so, ja.
Verbesserung von Lähmung, alles klar, nehme ich. Super. Eben noch ein paar Leute ausrauben. Und dann haben wir es ja eigentlich schon geschafft, was wir, oder wofür wir hier in der Sys-Basis sind. Aber dennoch würde ich mich trotzdem nochmal hier umschauen. Ja, es gibt noch sicher noch ein bisschen hier zu finden. Was genau, weiß ich gerade auch nicht mehr, aber es könnte sein, dass wir noch ein paar Gefangene haben. Das hatten wir ja immer an den anderen Sys-Basen, weil ich mich erinnere. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Heftig. Heilen, schnell. Und Julie macht mal hier derbe Druiden zerstören auf den da. Und ich greife mal den hier sofort an. Na los, Angriff. Oh. Julie macht die voll fertig mit seiner Fähigkeit. Geil. Klapp, klapp, klapp. Los. Aber ein paar Blitze drauf. Ja. Schön. Ha. Das funktioniert ja wunderbar. Gehen wir einfach mal direkt weiter. Westliche Lounge. Eine Lounge. Gammeln die hier ab oder was? Endlich Pause machen. Lähmungsfeld. Ich glaube, den hier immer. Jawohl. Grüß den hier. Und vielleicht dann nochmal. Mhm, Machtwelle. Jawohl. Machtwelle kommt immer geil. Ja. Wow. Und hier machen die Banzer-Geräusche. Ich hab die Ja, die hören sich an wie Banter, glaube ich. Hm, komisch. Triobahn-Granate hört sich geil an. Nördlicher Computerraum und da unten geht's gar nicht hin. Nirgendwo hin? Na gut. Dann gehen wir mal hier rein. Aha, das ist der Raum, wo dieser. Wo das Gas. Oder dieses. Weiß ich nicht. Das Gas aber hier rauskam. Können wir ganz problemlos hier rüberbatscheln. Ja, ja, ja. Wunderschön. Hallo. Ah, Computer-Control-Field. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon alles gehackt, was es hier zu hacken gibt. Also schauen wir erstmal hier um. Hä? Okay. Oder, ich glaube, Dampfsteuerung. Ich glaube, hier wären wir hergekommen, wenn es... Wenn wir jetzt von diesem Hangar gekommen wären. Glaube ich jetzt. Aber mich würde interessieren, wie wir jetzt da reinkommen, hier in den Nebeneingang. Und hätten wir daher gekommen? Wären wir daher gekommen? Ich weiß es echt nicht. Moment, ich hacke nochmal die Computer hier, östliche Unterkünfte sehen. Hm. Nebeneingang. Demontageraum. Aha. Ach, hier hätten wir dann das noch was machen können. Naja, hat ja auch so gut geklappt, schätze ich mal. Östliche Unterkünfte. Aber ich verstehe nicht, wieso wir von dem anderen Terminal nicht diesen den Montageraum hätten einsehen können. Flusskontrollraum, wir haben ja hier alles schon gemacht. Ne? Ich glaube, dann verpieseln wir uns. Objekte verloren, natürlich doof, das lade ich nochmal neu. Und nochmal schauen, ob wir den Nebeneingang nicht doch nutzen können, oder? Ach komm, da belassen wir es erstmal dabei, ja. Klar. Wir sehen uns dann vor der Sys-Basis wieder. Bis gleich. Was? Warum? Alten, habt ihr Arsch auf oder was? Scheiße.